Hallöchen, meine lieben Zoo-Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo Afrika DLC oder Pack, wie ihr es auch mögt. Ja, heute ist das Fennec-Gehege dran. Und ja, Leute, vorweg, es wird ein bisschen länger, dieses Video. Und ja, ich habe sehr aufwendig gebaut für meine Verhältnisse. Also ihr werdet es jetzt auch sehen. Ich werde viel abreißen, viel hin und her wurschteln. Ja, ich hoffe, das Endergebnis gefällt euch trotzdem. Nichtsdestotrotz seht ihr ja gerade schon im Hintergrund den Anfang, den ich gebaut habe. Ursprünglich hatte ich das vor, wie so eine alte Ruine zu machen, wie so eine alte Tempelruine, wie man das halt auch bei den Ägyptern halt so findet zwischendurch. Diese ausgegrabenen Tempel, die halt immer mal wieder da sind. Und ja, da habe ich das so ein bisschen im Kopf gehabt, das Bild, dass man die halt, ja, mehr oder weniger, dass man das halt so macht. Und da bin ich jetzt gerade dabei, alles so ein bisschen mit den neuen Elementen zu vereinen, zu, ja, dass man halt die ganzen neuen Bauteile mit reinkriegt, dass es alles auf einer Höhe ist und. Denn ich wollte es ursprünglich offen lassen und ich wollte das auch so, wie es jetzt ist, sollte es auch nur so groß werden. Also, dass man nur so einen Bereich hat für die, ja, für die Besucher, dass sie sich das da angucken können. Und ja, größer sollte es gar nicht werden. Das Gehege der ja, Fennec sollte drumrum werden, gebaut werden. Und dann wurde dann aber im Livestream gesagt, Mensch, warum baust du das denn nicht so, dass die im Tempel leben? Also quasi in dieser Ruine. Ruinmäßig ist es mir leider nicht gelungen, aber dass die im Tempel leben. Das ist mir gelungen und da bin ich jetzt auch schon bei, das nochmal eine ganze Ecke größer zu bauen. Deswegen, ihr seht jetzt, da bin ich mir noch nicht so sicher mit der Größe. Und jetzt kommen wir aber schon zu dem Bereich, wie groß es letztendlich werden soll. Und es hat gereicht. Also der Platz reicht vollkommen und ganz aus. Die sind nämlich nicht so groß. Ich bin ja immer der Meinung, die Tiere, selbst die Kleintiere, sind gefühlt, ja, 4 Meter mal 8 Meter lang und groß und hoch. So ist dem aber nicht. Also das ist, ja, der Platz reicht. Da bin ich jetzt so ein bisschen am Hin- und Her-wurschteln, wie man was am besten machen könnte, gestalten könnte am besten noch. Und da habe ich schon gleich als, ja, mit in eins quasi den Unterstand gebaut. Und da habe ich jetzt komisch doppelt gemoppelt gebaut. Ja, und vorweg, wenn ihr das Ganze farbig haben wollt, macht es so wie, nicht so wie ich, alles erst bauen und dann Farbe, macht es in eins. Und ja, da muss ich jetzt nur noch die, ja, diese Leisten, sage ich mal, mit einpinseln, denn ich weiß nicht, wie ich das ganze Gebäude auf einmal weiß bekommen habe. Schwupp, es war auf einmal weiß. Ich glaube, es lag einfach daran, weil ich alles markiert hatte. Dass es deswegen so einmal so alles weiß war und ich halt nur noch diese Leisten dunkel absetzen, also ja, einpinseln musste. Und das tue ich jetzt gerade auch noch fleißig. Letztendlich, ja, schlagen wir uns dann jetzt wieder mit diesem heißgeliebten Weg rum. Yay! Ich habe sehr viel geflucht mit dem Weg, weil es einfach alles nicht gepasst hat. Es hat nicht gepasst, es wollte nicht, wie ich wollte. Und es war sehr anstrengend. Es war wirklich eine Herausforderung für mich, weil ich halt noch nicht so in diesen Baus, also so große Gebäude baue und so. Da muss ich mich noch reinfuchsen mit. Und ja, habe dann versucht, verzweifelt versucht, da sowas zu machen. Und mit den Snap-Punkten, alles hat nicht funktioniert. Und irgendwann, ja, lagen die Nerven blank bei Yuki und dann hat Yuki Nase voll gehabt und hat gesagt, okay, ich suche mir erstmal eine andere Ecke. Genau, da sind wir jetzt nämlich schon beim Unterstand für die Kleintiere. Das sollte auf jeden Fall der Unterstand werden, denn die brauchen ja auch einen Rückzugsort. Und da mache ich jetzt nochmal so eine Umrandung drum, weil ich wollte, dass der Weg
da ja langläuft. Deswegen habe ich das so gemacht. Der Weg ist ein bisschen groß geworden. Ich, kleine Spoiler-Attacke, ich werde es aber nochmal umruppen. Ihr merkt schon, Yuki wird sehr viel umruppen. Den Weg habe ich doch sehr gut hinbekommen. Einfach da jetzt so an die Ecken jeweils mit reingesetzt und nicht mit dem Tool um die Kurve, sondern halt immer wieder, ja, einzeln parallel eingesetzt. Da ziehe ich jetzt nochmal die Wände ein bisschen weiter. Ihr seht jetzt schon, da verzweifelt versucht eine Treppe zu setzen. Es hat alles nicht funktioniert. Es war alles zu eng, es war einfach alles mäh. Selbst in die Mitte hat es nicht funktioniert. Es hat einfach in dem Punkt, es hat nichts geklappt. Ihr seht jetzt ja schon, wie lange ich mit dieser Treppe am Rumkämpfen bin. Das wäre jetzt eine Option gewesen, die fand ich aber mega hässlich. Deswegen habe ich das alles hingeschmissen. Habe jetzt erstmal provisorisch dann irgendwas dann dahin gebatscht. Also ihr seht schon, dann hatte ich die Idee, dass man es einfach in die Mitte mit reinsetzt. Es war einfach zu... ja, zu wenig Platz. Dann habe ich mir gedacht, okay, machst es in die Ecke. Das hat so halbwegs funktioniert. Ja, wie gesagt, ihr seht schon, ich bin fast verzweifelt. Ich war schon fast so wieder dabei zu sagen, ich batsch die da außen drumherum, die Treppe. Wollte ich nicht. Ich wollte es im Gebäude haben. Und ja. Das, ihr merkt schon. Also das Spiel hat mich sehr viel und ordentlich geärgert wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommt gerne auf Twitch in meinen Livestream. Link in der Infobox verlinkt. Das ist ja teilweise sehr, sehr lustig, weil wenn ich versuche zu bauen und mit sehr viel, übertrieben jetzt gesagt, Schreierei, Tränerei, Heulerei, Nervenzusammenbrüchen, alles drum und dran, das schaffe ich, ja. Willkommen in Yukis Welt, wenn sie baut mit Planet Zoo. So, nachdem ich das dann jetzt einigermaßen geschafft habe, eine Treppe zu platzieren, war ich dann erstmal so halbwegs zufrieden mit dem. So, dann kam das nächste Problem. Ich will das aber alles komplett voll haben. Das heißt, ich habe wieder alles umgewurschtelt, musste wieder alles umwurschteln. Es war einfach. Wenn ihr Tipps habt, wie man besser sowas bauen kann, in die Tasten hauen, mit in die Kommentare mit reinschreiben, bitte. Dann kommen wir auch schon zum Dekorieren, denn ja, wir haben ja noch mal einen ganzen Schwung an neue Dekokram mit dazu bekommen. Und der muss natürlich halt auch ja, mit eingebaut werden. Da wollte ich jetzt die Säule noch mit verarbeiten, wusste aber nicht wie und na, es war immer so ein bisschen so, hm, wie mache ich das jetzt? Dann habe ich dann noch mal eine Kombination tatsächlich gefunden, wie wir was machen können. Das sind auch so Sachen, die entscheiden wir live zusammen, wie wir was gestalten wollen. Also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich höre jetzt auf mit Eigenwerbung, ja, wie gesagt. Das dann alles schön verziert, hochgezogen. Hat dann doch nicht so geklappt, wie ich das dann wollte. Einfach eine andere Säule genommen. Und ja, rumprobiert. Stimmt, da, genau. Da ist mir dann die Idee gekommen, ihr habt ja gerade diese runden Klötzchen gesehen, sage ich jetzt mal. Und da ist mir so spontane Idee fürs Gehege gekommen. Die wollte ich nämlich mit ins Gehege mit rein verbauen, werde ich auch noch tun. Und dass die Fennecke da mit drauf rumlaufen können. Das klappt sogar. Das ja, seht ihr aber gleich, wenn es soweit ist. Da fällt mir jetzt gerade so ein, ich hätte vielleicht doch die zwei Säulen da vorsetzen können. Naja, ich habe da eine andere Lösung für gehabt. Ich weiß jetzt gerade nicht. Achso, genau. Da kommt jetzt schon mein Lösungsansatz und genau. Den wollte ich tatsächlich so haben, habe das dann nochmal alles gekürzt und tatsächlich sogar in einer anderen Farbe nochmal angemalt. Wie gesagt,
Ihr könnt die, Gott sei Dank, die ganzen Deko-Elemente könnt ihr ja, ja, in euren Lieblingsfarben, sage ich jetzt mal, gestalten, umbasteln, ummalern, pinseln. Und ja, da kann man sich farblich kreativ austoben. Gar keine Frage, habe ich hier auch hergetan. Nachdem die Statuen jetzt endlich ihre ersten richtigen Farben haben, habe ich mir dann gedacht so, okay, es ist Zeit für Gehegebau. Ich habe dann einfach nur die Tür reingesetzt, unsichtbare Barriere genommen. Da habe ich dann die Glaswand genommen, damit die Besucher halt auch durchgucken können. Und werde das dann jetzt einfach nur noch verbinden und möglichst diesen unsichtbaren Zaun, an diesem, also ein Stückchen immer so vor dieses Gebäude zu setzen. Das funktioniert am einfachsten. Ja, und jetzt werden wir uns dann auch schon tatsächlich die kleinen ersten Tiere anschauen. Plus mit dem ersten Nachwuchs. Also seid gespannt, wie ich darauf reagiere, wenn ich sie das erste Mal sehe. Und danach sehen wir, also hören wir uns noch mal ganz kurz und dann erkläre ich noch mal was. Und ja, wir sehen uns einfach gleich wieder. Also wenn ich mir jetzt irgendwann noch mal Sorgen mache, dass dieses Gehege zu groß ist für diese kleinen Viecher. Hier geblieben. Dann drehe ich durch. Ach Gott, sind die süß. Sind die putzig. Seht ihn euch an? Ich weiß gerade nicht, was wir da haben. Wieso bist denn du so schnell unterwegs? Warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Ach so, das schon wieder. Nee, war schon richtig. Um Gottes Willen. Also die haben mehr als genügend Platz. Oh Gott. Muss ich noch aufnehmen. Guckt euch mal an, wie süß. Aber die sind schon echt fast so groß wie die Eltern. Die kleinen hier. Die kleinen Cuties. Im Mini halt. Na, Baby ist gerade wichtiger. Ach Gott. Ist der süß. Ja, huhu, da pennt einer. Die kleinen Süßen sind doch einfach nur Zucker. Seid doch mal ehrlich. Also, ja. Dann kommen wir noch mal zum, ja, wie gewohnten Wegetool. Also nicht Wegetool, sondern ja, einfach zum Bauen. Und da seht ihr jetzt schon diese runden Plattformen, Plateaus, wie immer ihr das auch nennen wollt. Und da habe ich mir gedacht, baust du einfach mal munter drauf los, konstruierst da irgendwas. Ich habe mir da letztendlich gar nichts bei gedacht. Also ich wollte einfach nur so eine Erhöhung haben, die einfach mal, ja, rausdicht. Also die jetzt nicht wirklich durch einen Hügel oder so da ist. Und da habe ich jetzt erstmal geguckt, können die da überhaupt hoch? Ja, können sie, aber wir müssen es tatsächlich sehr, sehr tief alles. Also die können nicht die krassesten oder also die höchsten Treppen hochlaufen, die kleinen Tierchen. Das funktioniert nicht. Und ja, weil dann auch schon wieder geschrien wurde, wir wollen einen Pool. Bitteschön, da habt ihr euren Pool. Ne? Also wurde entschieden, die sollen einen Pool haben. Und ja, ich habe da nur gedacht so, ja, hört sich ganz gut an, die Idee. Von daher kriegen die jetzt alles ein Pool und kriegen dann noch alles, was sie brauchen. Kriegen sie da noch mit rein, plus neues Spielzeug, alles pipapo. Drumrum. Da sind jetzt die Schlafplätze.
Und ich meine, da, genau, bin ich jetzt auch schon am Dekorieren. Ich liebe dieses neue Gras, was jetzt ja auch mit diesem DLC mit reingekommen ist. Das ist super. Ich bin nicht die Einzige. Ich habe es jetzt auch schon von mehreren mitbekommen, die das einfach lieben. Dieses kleine Gras. Man kann es so einfach cool platzieren und alles. Und ja, das war wirklich, also, Frontier, falls ihr euch das nochmal anguckt oder auf Umwegen hört, das ist super. Mehr davon. Bitte, bitte. Und ja, da ist Yuki mit dabei, nochmal ein bisschen Strukturen mit reinzubekommen ins Gehege, dass es halt einfach nur nicht schnurgerade ist. Und genau, falls man ein Miauen gehört hat, das war die Katze im Hintergrund. Ja, so ist sie das. Genau, da wird jetzt doch mal alles ein bisschen geregelt, ein bisschen verziert. Ich meine, Steine würde ich auch noch setzen. Genau, das kommt aber ein bisschen später mit den Steinen. Und ja, da laufen sie dann vor sich hin. Und jetzt kommt einmal ein gewaltiger Sprung. Denn ihr müsst verstehen, oder was heißt verstehen? Also ich möchte euch einfach erklären, ich war damit nicht zufrieden. Ich war damit hundertprozentig nicht zufrieden. Für mich war das einfach nur so, ja, so halbfertig einfach. Also es hat einfach so eine gewisse, ja, Detail gefehlt. Mir hat das Dach gefehlt, wenn ihr es so haben wollt. Und deswegen habe ich mich, ich glaube, gestern, also auf dem Sonntag nochmal hingesetzt und habe da nochmal nachgebaut. Und habe da jetzt nochmal, ich glaube zusätzlich, nee, habe ich nochmal eine Etage drauf gebaut? Nee, ich meine nicht, ich hätte es nur, nee, wartet, ich habe den Weg, warum ist das hier nicht mit da drauf? Was habe ich hier mal rausgeschnitten? Irgendwas ist komisch. Genau, also kurz zur Erklärung. Ich habe den ganzen Weg, den ihr jetzt ja nochmal seht, habe ich komplett rausgerissen und habe ihn einfach kleiner gemacht, damit halt diese Mauern, die ich ja gerade eingefärbt habe, dass die nicht durch den Weg durchglitschen. Ihr seht jetzt halt auch, es sieht ein bisschen anders aus. Ihr werdet es im finalen Schwenk nochmal sehen. Und hab dann halt, ja, so ein, zwei Treppchen da vorne nochmal hingebaut, so wie ich es jetzt tue. Und hinten ist einfach alles nur schlicht. Also das ist einfach nur hier vorne so ein bisschen schön, weil wir halt diese, ja, einmal diese schmale und dann wird es hinten breit haben. Und genau, hab dann einfach da nochmal alles rundherum. Ich weiß nicht, warum ich mich dann auf einmal auf Blau festgelegt habe. Ich weiß es nicht, ich mag Blau, ich finde Blau schön. Und ja, habe dann vor mich hingewurschtelt und habe dann einfach nochmal im Nachhinein so eine, ja, ich wollte erst so eine, einfach nur Säulen mit drauf machen und nochmal so wie so eine Glaskappe mit draufsetzen. Letztendlich habe ich das dann wie so eine, ja, so eine Halbglaskugel gemacht. Also, nee, Kugel ist nicht das richtige Wort. Ich hätte es ganz gerne zu einer Kugel gemacht, aber das hat nicht funktioniert. Also nicht so, wie ich will. Da setze ich jetzt auf jeden Fall Rundung mit rein. Habe dann erst überlegt, mache ich das auch in Blau? Fand es dann aber doch ein bisschen too much. Ja, habe dann einfach gedacht, so, das ist. Und habe dann wie aus dem Standard-DLC, nicht DLC, aus dem Standard-Pack, also vom Spiel, habe dann einfach diese Glasdächer genommen. Und ja, bauen dann jetzt doch das alles mit drauf und dran, wie es final aussieht. Seht ihr jetzt gleich im Schwenker und an der Stelle findet ihr dann am Ende des Videos noch hier unten links und rechts zwei Videos von mir. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder. Lasst mir Feedback da, wie ihr das Gebäude findet, was hättet ihr anders gemacht, besser gemacht. Haut in die Tasten, keine Scheu und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, ciao.